Mein Name ist Michael Baumgartner. Ich, wie gehabt, ich gehöre zu den Dichter zusammen. Ich bin, wohne zwar in Schifferstadt, komme aber aus Baden. Und ich lese eine Geschichte vor. Alles für die Kunst. Am Tag des offenen Ateliers fanden sich auch eine große Anzahl von Besuchern im Atelier des bekannten Bildhauers und Skulpturisten Armin von Salisch ein. Er hatte für sie Stühle aufgestellt, denn er wollte ihnen seine Kunst in einem kleinen Vortrag erläutern. Dazu hatte er Repliken oder echte Skulpturen aufstellen lassen, die noch verhüllt waren. Von Salisch hatte wie immer Hilfe von seinem Schüler und Assistenten Jasper, einem jungen Mann, der sich im Hintergrund hielt, aber die Aufmerksamkeit in Person war. Ihm entging nichts, was im Atelier geschah. Er wies Besucher noch auf freie Plätze hin und hielt mit von Salisch die Sprache, die nur aus Gesten und Blicken bestand. Als nun um 19 Uhr sich kein weiterer Besucher mehr einfand, trat der Künstler und Hausherr vor die Besucher, die alle Platz genommen hatten. Ich muss mich manchen nicht vorstellen. Ich bin Armin von Salisch und bekannt als Skulpturist des Alltagsmenschen. Im Zentrum meiner Arbeit steht nicht der idealisierte Körper, sondern die Darstellung von ganz normalen Menschen, Menschen wie Sie und ich zu Nachbarn haben. Jeder Körper hat Schönheit an sich und die gilt es, als Moment einzufangen und darzustellen. Das kann eine Haltung sein, die man meistens unbewusst annimmt oder eine besondere Individualität. Ich bin nicht der Erste mit diesem künstlerischen Position, aber ich gehe mit einer neuen Idee an diese heran, die nicht realistisch ist, aber Individualität zum Kunstprinzip erhöht. Der Assistent trat vor und enthüllte die erste Skulptur. Und von Salisch erläuterte: Sie sehen einen Mann mittleren Alters, mit einer Badehose bekleidet, aber in sportlicher Haltung, die nicht unähnlich des David von des Leonardo ist. Die steht ihm und die marmorne Blässe hebt ihn zusätzlich hinaus aus dem Alltag. Das Publikum war beeindruckt, denn das Kunstwerk sprach jeden an. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, Götterskulpturen mit Kleidern von heute auszustatten, sie sozusagen anzuziehen. Ich benutzte da ein Verfahren, mit dem ich schnell Abgüsse machen kann. Einen Kunststoff, den ich als Film aufsprühen kann, um ihn dann im halbfesten Zustand von der Oberfläche abzuziehen. Später wird der Kunststoff härter, aber er ist immer noch flexibel. Und von Salisch demonstrierte das an einer Statue des Merkur, mit deren erhobenen Arm er winkte, was für eine allgemeine Erheiterung und Publikum sorgte. Er zog ihm dann schrille Kleider an, die den Gott wie einen Bühnenstar aussehen ließen. Das Publikum lachte und klatschte Beifall. Auch humorvolle Kommentare wurden gemacht. Sie können also jeden von uns in Kunstfiguren verwandeln, fragte einer der Besucher mit feixender Miene. Ein paar im Auditorium lachten kurz auf. Der Rest schmunzelte oder war indigniert ob des provokanten Tonfalls. Von Salisch schien aber darauf gewartet zu haben. Genau das ist der Fall. Es gilt, die Geste und die Miene hervorzukitzeln, die ihn gewissermaßen ins göttlich Allgemeingültige hebt. Und Götter werden zu Schaufensterpuppen, sagte eine mittelalte Frau, ausgestattet mit klassischem Kugelschreiber und Notizblock, die wohl nicht mehr ganz nüchtern war. So weit würde ich die Götter nicht herabwürdigen, meinte von Salisch heiter. Kunst muss in meinen Augen immer auch als Kunst erkennbar sein. Das Publikum war nun angeregt, der Künstler freute sich
über die Reaktion und auch der Assistent zeigte ein Lächeln. Geht dieses Abdruckverfahren denn auch an Menschen? Fragte nun eine junge Frau. Und auch darauf hatte von Salisch eine Antwort. Das hat man noch nicht ausprobiert, wobei ich nur von mir selber sprechen kann. Der Mensch hat in der Regel zu viele Haare am Körper, die das Abziehen für ihn eine schmerzhafte Prozedur werden lassen. Aber theoretisch wäre das möglich, ja. Da wandte sich die Fragerin an ihre Nachbarin. Astrid, da könntest du doch Modell stehen. Du hast dann kaum noch Haare, außer auf dem Kopf. Diese plötzliche Enthüllung wandte das Publikum in Sprachlosigkeit. Ein paar Zuhörer lachten auf und von Salisch und sein Schüler verharrten gespannt. Die Angesprochene wurde leicht rot im Gesicht, aber sie fühlte sich keineswegs unangenehm berührt, als sie alle Augen auf sich gerichtet sah. Astrid war selbst aufgeregt, hatte sie doch den Vortrag mit Vorführung sowie die Fragen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Dauerte das Verfahren denn lange? Fragte sie mit Aufregung in der Stimme. Nein, alles in allem maximal eine halbe Stunde, antwortete von Salisch so sachlich wie möglich. Wenn Sie sich zur Verfügung stellen wollen? Wann und wenn? Dann jetzt, Astrid stieß die Worte fast hervor. Von Salisch wechselte einen kurzen Blick mit seinem Assistenten, der nickte nur bekräftigend. Das übrige Publikum war unschlüssig, ob sie da Zeuge einer geschickten Inszenierung oder einer spontanen und mutigen Handlung war. Aber es war begeistert und geradezu erregt, als Astrid von nach vorne zu von Salisch ging. Rasch hatte der Assistent einen Stuhl herangeholt und auch die Sprühflasche mit dem Kunstharz. Legen Sie die Kleider hier ab, sagte von Salisch und Astrid begann sich vor dem Publikum auszuziehen, fast provokativ ruhig, als wollte sie allen zeigen, was sie zu tun für die Kunst bereit war. Sie war keinesfalls unansehnlich, sie hatte eher durchschnittliche Körpermaße, aber sie trieb Sport und war wohlgerundet. Sie stellte sich mit leicht auseinanderstehenden Beinen vor ihm auf und nahm die Haltung mit angewinkelten Armen ein, die ihr von Salisch vormachte. Das Haar deckte der Assistent, der sie behutsam und freundlich behandelte, mit einer Haube ab. Die Augenbrauen wurden überklebt, ebenso die feinen Wimpern. Zuletzt steckte sie sich noch kurze Röhrchen zum Atmen in die Nase. Astrid, ich bin sie jetzt einzusprühen, sagte von Salisch und Astrid schloss die Augen. Sie machte den Eindruck, dass sie sich vollkommen darauf einließ. Aus der kleinen Flasche entließ von Salisch einen feinen Strahl, der sich wie weiße Farbe verteilte, als er auf die Haut auftrat. Er begann natürlich mit dem Gesicht, das war der problematischste Teil. Sehr konzentriert arbeitete er, denn es bildeten sich Schweißtropfen auf seiner Stirn. Aber dann war sein Werk vollendet und das Publikum hatte den Eindruck, dass da vor ihnen kein Mensch, sondern eine antike Skulptur dastand. Astrid vollbrachte eine Meisterleistung der Körperbeherrschung, denn sie regte sich so gut wie nicht. Dann, nach ein paar Augenblicken, begann von Salisch mit einem Werkzeug anzusetzen und die Hülle behutsam aufzuschneiden. Sein Assistent kam hinzu und half ihm, die elastische dünne Schale vorsichtig abzulösen. Wieder zuerst am Gesicht. An einem Stück ging das nicht, aber das hatte er in seinem Vortrag schon erklärt, dass man die Stücke danach jederzeit wieder zusammenfügen könne. Dann waren Kunst und die Körper wieder vollständig voneinander getrennt. Unter Applaus führte der Assistent Astrid hinter ein Paravent, wo sie sich in aller Ruhe die Überklebungen abnehmen und sich wieder ankleiden können.
Der Assistent half ihr bei seinen ersten, half ihr beim ersteren, entfernte sich aber diskret, um seinem Meister zu helfen. Sie erstellten aus den Schalenteilen geschickt die Statue, indem sie zusammenklebten. Das Publikum war begeistert und applaudierte auch Astrid, als sie zurückkam und sich zu den Versammelten setzte, aufgeregt und immer noch verwundert über ihren Mut. Am nächsten Tag bot von Salisch Astrid an, das fertige Produkt anzuschauen. Astrid kam natürlich mit ihrer Freundin, die ja großen Anteil an der Aktion hatte. Der Künstler war mit anderen beschäftigt, aber die Anwesenheit von Jasper, des einfühlsamen und sympathischen Assistenten, reichte vollkommen aus. Ob es ein Ausstellungsobjekt werden würde, wusste der Meister noch nicht, aber Astrid gefiel dieser Abdruck ihres Körpers. Jasper aber gefiel ihr noch mehr, nicht nur weil er ihr selbst mehr Aufmerksamkeit schenkte als der Statue. So tauschten sie Telefonnummern aus und verabredeten sich für den Abend in einer Woche. An diesem Abend saß von Salisch in seinem Atelier vor der noch immer namenlosen Plastik aus Hartschaum, die er aus Astrids Körperabdruck hatte erstellen lassen, und polierte sie beinahe zärtlich. Und Jasper und Astrid trafen sich in einem Restaurant. Sie waren schon sehr vertraut miteinander, denn sie hatten sich jeden Tag E-Mails geschickt. So kam es, dass sie ihn nach dem Restaurantbesuch mehr wollten als ein Händchen halten und gingen zu ihm. Und während von Salisch über Kunst als Erhöhung vor sich her sann, zerwühlte das Paar die Laken eines Bettes und erfüllten den Raum mit Seufzern. Danke.